Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Heute mal, ja, ganz ungewohnt an einem Donnerstag, denn morgen haben die Amerikaner Feiertag, deswegen wurde das vorgezogen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Ja, dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz wichtig, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was Dirk uns heute zeigt. Ja, das bleibt. Gut, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, gucken, ob der funktioniert. Das ist ja auch Donnerstag. Meine Technik ist völlig verwirrt heute, weil halt kommt ja auch keiner drauf klar, dass es heute Donnerstag und so, ne? Ich meine, das kann einfach gar nicht funktionieren. Also, wie man gerade schon gehört hat, ich komme heute hier nur mit dem kleinen Bild daher. Gleich, große Kamera will nicht, sag aber trotzdem an der Stelle schon mal Hallo und herzlich willkommen. Hier zum NFP, möglicherweise in Anführungszeichen Live-Trading, wie üblich jeden Monat, heute aber nicht an einem Donnerstag, sondern tatsächlich nicht an einem Freitag, sondern tatsächlich mal an einem Donnerstag. So, das hätten Sie jetzt nicht hier davon ab, das wie immer halt dann auch zu machen und wie ich auch sehe anhand von den Zuschauerzahlen. Ich glaube, ein paar haben es dann doch nicht gesehen. Es sind so ein paar weniger als sonst. Aber vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Nachzügler. Also wie gesagt, ich bin heute hier nur nicht in groß zu sehen. Das ist aber auch, glaube ich, für die meisten nicht weiter schlimm. Manche freuen sich vielleicht sogar. Sage aber trotzdem an der Stelle hier mal unten aus der Ecke ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt ich packe mir hier mal die Fragen rein. Ich hoffe, das gelingt jetzt, dass ich die zumindest mal habe und gucke auch mal gleich so ein bisschen, wer hier dabei ist. Also, ihr dürft gerne Hallo schreiben, dann weiß ich auch, wer da ist und freue mich dann wahrscheinlich auch in den meisten Fällen. Ja, das ist die kleine Kamera, ne? Ich habe halt hier eigentlich noch eine größere am Start, aber ich habe hier letztens ein paar Leute eingeladen und dann, glaube ich, ein paar Kabel zu viel rausgezogen und irgendwie will die jetzt halt nicht mehr. Naja, gut, gibt Schlimmeres. Der Timo, sehr schön. Ach so, ja, genau. Der Timo. Das war mit ein Grund, warum es heute wichtig war, dass ich die große Kamera habe, weil, Moment, ich muss mich jetzt erstmal, starten wir den Livestream heute mal hier mit einem Striptease. Moment. Ich muss mich nämlich jetzt ausziehen. Wo ist die Musik dabei? Ja, Moment. Alexa, Musik. Hier ist eine Playlist, die dir vielleicht gefällt, Okay. Perlen auf Amazon Musik. Keine Ahnung, was jetzt kommt. So, weil der Timo hat mir nämlich was geschenkt und ich hab ihm versprochen, dass ich das beim nächsten Webinar anziehe. Jetzt sieht man es aber hier nur ganz klein. Aber ich hoffe, man kann es halt trotzdem erkennen, ne? So, also ich versuche es mal hier im Vorbeiflug. Mr. Stereo Trader himself steht da unten. Also, Timo, ich habe hiermit mein Versprechen eingelöst. Moment. So, und mehr ging nicht. Ich hätte es ja gerne in groß gemacht. Aber das musste dann halt heute leider hier mal weichen. So, Moment, die zum ersten Mal dabei sind, die kriegen es wahrscheinlich erstmal einen Schock und denken, was geht denn hier ab? Ja, Das habe ich ist auch nicht. gerade Das ist natürlich immer so. Das machen wir immer so. Wir ziehen uns zuerst mal aus und machen Musik, wenn wir Webinare machen. Das ist ganz normal. Nein, das war also wie gesagt ein Geschenk und eine kleine Wette, wie auch immer. Timo freut sich auch, wie ich sehe. Und die musste ich jetzt natürlich einlösen. So, das ist alles, ne? So, wenn man was zusagt, muss man das ja auch halten. Das habe ich hiermit getan. Und damit geht mein Stuhl erstmal nochmal runter. Und damit können wir uns jetzt hier wieder alle beruhigen und dann endlich auch mal anfangen. So, 7 Minuten haben wir schon mit sinnvollen Dingen vertan. Beinahe hätte ich gesagt, verschwendet haben wir natürlich nicht. So. Gut. So.
Jetzt mal zu dem Markt. Ich switche dann halt mal rüber. Der Nelson ist wahrscheinlich auch schweißgebadet, sitzt der wahrscheinlich im Büro und denkt so, oh weia, was hat der Hilger jetzt vor? Muss ich jetzt hier abbrechen? Muss ich zensieren? Was kommt denn jetzt? Der Finger war Gut. schon auf Beenden. Bitte was? Sag, mein Finger war schon auf Webinar Ja, beenden. das denke ich mir nämlich. Also, ich fange mal an mit dem DAX. Das wären wir heute NFPs, die das hier so öfters mal mitverfolgen. Die wissen ja so, ich gebe ja nicht so wirklich was drauf, was bei Zahlen und so weiter halt rauskommt. Und nehmen das immer, du sagst in alle 18 hier, Lutz, weiß ich nicht, ne? Bin nicht so sicher. Und ich gebe nicht so viel, was dabei rauskommt, sondern nehme das immer als Anlass, dann halt zu sagen, okay, wir kriegen Bewegung, um das, was sowieso da ist, halt einfach ein bisschen schneller vorzuführen. So, das ist ja immer grundsätzlich so der Ansatz. Deswegen habe ich da auch selten irgendwie Scheu davor, da eine Position dann zu eröffnen, sei es jetzt direkt mit der Eröffnung oder halt eben auch vorher. Ich habe es jetzt heute mal ein bisschen vorher gemacht, wobei aber, dass für diejenigen, die halt den Blog auch verfolgen und so weiter, oder halt eben auch das Live-Chat haben, sicherlich nachvollziehen können, warum. Gehe jetzt, also wie gesagt, ich fange mal mit dem DAX ausnahmsweise an, nicht mit dem Dow, weil ich finde den Dow momentan einfach wirklich, keine Ahnung, ich finde den schwer greifbar. Also der, da ist, also im DAX ist zwar auch schon schwer, noch eine Struktur zu erkennen, aber meines Erachtens ist es im Dow echt noch momentan ungleich schwieriger. Deswegen fange ich mal hier mit dem Stundenchart an. Ich glaube, dass das Ding seitwärts ist, das sieht ein Blinder. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt hier immer noch eine Handvoll Linien, wo er sich halt dann schon sauber halt auch dran hält. Und deswegen, ich meine, das kann man halt nach wie vor handeln. Also was jetzt halt hier eben war, und das ist natürlich auch der Grund mit für den Short, das ist eben die 12.500 hier im Stundenchart. Und meine Legende besagt halt einfach, dass halt, wenn ich einen Stundenclose drunter habe, und wie jetzt dann halt noch mit Bestätigung, und dann kann man den entsprechend dann auch in die Richtung handeln. Genauso wäre es umgekehrt gewesen. Hier waren wir zwar jetzt eine Stunde auch tatsächlich darüber, aber wie man sieht, es ist halt, war ein Fehlsignal, gibt es natürlich dann halt auch schon mal. Und dann kann man es dann halt eben genau andersrum halt machen. So, das hat deswegen halt eben auch der Short. Und wie gesagt, das ist ja halt, würde ich mal behaupten, auch soweit nachvollziehbar, warum ich den mache. Was ich jetzt einfach jetzt hier kurzfristig erwarte, also langfristig, traue ich mich ja schon gar nicht hier tatsächlich was zu sagen. Ich bin ja sonst nicht so zurückhaltend. Aber hier mit diesem Getrete auf der Stelle, also gestern habe ich mich mal kurz aus dem Fenster gelehnt, gestern Morgen habe halt gesagt, okay, wir laufen hoch. Dann ist halt das bei rausgekommen. Das heißt, erstmal sind wir hoch. Das war hier die 12.296. Da sind wir halt erstmal tatsächlich drüber gelaufen und hier auch sauber abgeprallt, kam aber nicht weit. Schließt dann drunter und auch unter der 273, nächste Station, ganz klar, dann unten eh wieder 12.113. Und dann auch an der Stelle auch für diejenigen, die es halt noch nicht können, nicht kennen, Entschuldigung. Generell ist halt, das sind halt bekannte Volumenpunkte, also was bei mir in Orange ist, ne? Und generell läuft der Markt halt immer von da, wo großes Volumen war, zu da, wo großes Volumen als letztes war. Also eigentlich immer von Volumen und zu von Volumen zu Volumen, was ja natürlich auch Sinn macht, weil irgendwo müssen die Umsätze ja auch getätigt werden. Und dann macht man es natürlich am liebsten dort, wo es halt eben auch schon mal war. Das ist genau wie wenn man einen Stuhl, der spinnt. Das ist genau wie wenn man irgendwie Brötchen kauft, dann holt man die ja auch nicht beim Metzger, weil der gerade drei da rumliegen hat, sondern geht zum Bäcker. Und dann ist halt der Bäcker der Point of Control für Brötchen. Also nichts anderes ist es halt. Und deswegen ist halt, finde ich, auch so eine Betrachtungsweise durchaus auch ganz legitim. So, und wie gesagt, ich gehe jetzt auch mal davon aus, erstmal, ja, trotzdem bin ich mir natürlich jetzt da, was heißt sagen, nicht, also will mir nicht zu sicher sein und muss dann natürlich dann halt auch sagen, okay, bis dahin bin ich dabei und ab dann gebe ich mich meinem Unrecht geschlagen. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir hier nochmal auf die 12.410 laufen. Ob das jetzt dann genau der Fall sein wird, wird man halt mal sehen und rechnet dann halt schon irgendwo in dem Bereich, dass wir dann auch wieder nach oben laufen. Es kann es aber natürlich sein. Und deswegen finde ich es jetzt heute nicht so glücklich von der Ausgangslage. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach nochmal seitwärts fallen und dann hier halt nochmal in dem Zentrum von der Range eben landen. Kann passieren, das weiß ich natürlich nicht, ne? Und deswegen habe ich da auch
das kann doch jetzt nicht sein hier mit meinem Stuhl, also jetzt mal ehrlich. Und deswegen habe ich da halt auch jetzt oben an der Stelle jetzt erstmal den Stop auch da drüber gelegt und versuche da jetzt halt entsprechend natürlich halt dann auch das Risiko logischerweise zu begrenzen. So, mehr sehe ich da momentan tatsächlich noch nicht. Ich habe mir jetzt hier auch im 5-Minuten-Chart entsprechend die Levels vom Stunden-Chart auch eingeblendet. Und also auch hier mit dem Live-Chart-Add-on. Und damit ich da halt eben auch nicht irgendwie großartig gucken muss oder erstmal Linien einzeichnen muss, sondern habe die dann halt entsprechend hier. Sollte sich noch was anderes ergeben, kann ich das nachher hier auch nochmal freigeben, also das im kleineren Timeframe, sodass auch diejenigen, die jetzt als Beispiel kein Abo halt dafür haben, dass die es entsprechend auch nachvollziehen können. So, ich würde auch hier direkt den Trail anwerfen, sollte er wirklich darunter rennen, würde ihn aber auch hier eigentlich sogar am liebsten auf BE absichern. Vielleicht macht es keinen Sinn, ich weiß es nicht, aber es ist mir halt so ein bisschen zu knapp hier mit gerade mal 20 Punkten. Jetzt hier vom Entry weg, wenn er jetzt dann irgendwie doch nach oben durchlaufen sollte, was ich natürlich nicht weiß, ne, aber da muss ich ja nicht unbedingt da 100 Punkte weit oder noch mehr halt zugucken. So, kam gerade die Frage, ist es der DAX Mini Future? Nee, das ist hier der DE30 Mini und darüber liegt der DAX Hauptfuture als Volumenquelle. Ne? Das heißt also, was ich halt hier habe, an Volumen, das ist halt, kommt aus dem FDAX. Und zudem habe ich halt auch noch den BIPOC drüber, den ich hier jetzt aber eigentlich ja gar nicht wirklich bräuchte. Den kann ich auch mal wegmachen an der Stelle. So, das heißt, ne, also alles, was man dann halt hier entsprechend sieht an Volumen, kommt aus dem DAX Future, aus dem Großen. Entsprechend habe ich auch hier das Orderbuch. Und das mir jetzt natürlich gleich erstmal nicht viel nutzt, aber vielleicht auch mal für die Anfänger gleich mal ganz eindrucksvoll zu sehen, was da gleich passieren wird im Orderbuch. Das wird nämlich halt, ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkennen kann, so, das wird aber gleich ganz schön dünn werden. Ne, also hier sieht man die kleinen Striche. Ich kann es aber auch mal einfach mal ganz groß machen. Und jetzt kommt halt der News-typische Effekt gleich. Das heißt, das Orderbuch wird sich gleich so mehr oder weniger in Wohlgefallen auflösen. Weil Zwei natürlich dann Sekunden. halt die ganzen Händler, ne, sieht man schon, das streckt sich jetzt in alle Richtungen, weil natürlich jetzt alle irgendwie ihre Orders da rausnehmen. Und das ist halt eben auch mit ein Grund, warum es halt dann so schnelle Bewegungen, warum die überhaupt möglich sind. Ne? Wenn man jetzt hier mal guckt, was da drin liegt, irgendwie ein Kontrakt, zwei Kontrakte, drei Kontrakte, ist halt nichts. Ne? So, und deswegen gibt es dann solche Bewegungen. Ich bin jetzt hier auf null auch rausgeflogen. Das ist jetzt erstmal soweit okay. Aber ne, jetzt hat, daran sieht man halt eben auch, wie so eine Geschichte dann im Orderbuch entsprechend dann halt auch abläuft. Ich switche jetzt erstmal direkt rüber auf den DAO, der hier gerade so ein bisschen die Rakete macht. Mal gucken, wie weit. Headline-Zahl besser gekommen als erwartet. Ja. So. So, jetzt wird man aber trotzdem halt sehen, ne? Also ich meine, das sieht jetzt erstmal relativ viel aus, was der da gemacht hat. Das waren jetzt irgendwie 160, 170 Punkte in der Spitze. Trotzdem behaupte ich, wird man gleich sehen, dass da halt oben dann auch gleich wieder der, ich sage, ich nenne es jetzt mal normale Handel halt dann auch einsetzt. Und dass da dann sicherlich halt auch ein paar Positionen zusammenkommen. Und vielleicht kann man die dann halt auch nutzen und dann dort oben auch mal eine Runde Short gehen. Ne? Jetzt nicht, weil ich nicht glaube, dass der Markt halt nicht das Potenzial hätte, nach oben auszubrechen, sondern der Ansatz ist ja halt echt ein anderer. Wir sind halt immer noch in der Range und da hat das Ganze natürlich auch noch Potenzial, entsprechend da halt dann auch zu scheitern. So, ich gebe jetzt hier oben einfach mal eine Order rein, eine Limit Pullback, irgendwie mit 5 Punkten Rücklauf. Und das heißt, wenn er da oben hinlaufen sollte, und dann gibt es erst nach dem entsprechenden Rücklauf, gibt es dann halt den Fill. Jetzt sieht man halt hier die 26.080. Das ist die halt in Rot. Und das ist halt auch ein Level, das sich halt ergibt aus eben aus meiner Beobachtung halt von Algorithmen. Und deswegen vertraue ich da natürlich halt auch drauf. Das heißt nicht deswegen, sondern weil es ja auch eben
auf die gleiche Art und Weise jetzt schon ein paar Jahre mache und auch entsprechend viele Trades und Ansagen in der Gruppe dazu auch gemacht habe und das für mich natürlich dann halt auch einen Erwartungswert hat. So, ich gucke mir den mal jetzt hier im Stundenchart erstmal an. Mal gucken, ob wir den gleich noch gefangen kriegen. Das letzte Mal waren, glaube ich, wirklich zwischen der Minute 2 und der Minute 2,5 irgendwie dann 40 Punkte drin. Das funktioniert heute womöglich nicht so ganz. Jetzt haben wir 22, 32, 40. Ja, aber hier halt auch, hier ist das Zentrum der Range. Das, was hier in blau gefärbt ist, ist halt das Crash Gap. So, jetzt muss ich mal rüber gucken. Das ist halt das Crash Gap, sieht man halt hier auch. Und so, wenn ich hier den 15 Minuten, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig übersichtlich. Ich mache es mal vielleicht mal anders. Ich gehe mal hier auf den anderen Kollegen. Dann habe ich die Minute. Dann gucke ich mir lieber mal die an. Würde da aber auch jetzt eigentlich am liebsten warten. Das ist ein bisschen klein. Würde aber eigentlich auch am liebsten warten, bis dann halt ein Rücklauf da ist. Deswegen gebe ich die auf jeden Fall jetzt mal zuerst mit einer Pullback entsprechend da halt rein. 5 Punkte. Ja, kann aber sein, dass wir die nicht ganz kriegen. Ja, aber sieht man, es ist halt schon sehr genau gerade da oben dran gelaufen. Die 1, 2, 7, also wenn man es ganz genau genommen hat, dann konnte man hier ganz schnell auch 10 Punkte mitnehmen. Aber ich lasse den hier mal machen. Erstmal gucken, ob sich da überhaupt was anbietet. Na, jetzt sieht man halt hier Limit Pullback. So, 10 ist natürlich ein bisschen wenig. 20 wollte ich drüben eigentlich reingeben. So, ne, hier kleine Position. Für eine kleine Reaktion reicht's. Die Frage ist jetzt, wie weit will man halt mit der ganzen Geschichte? Und da muss man mal gucken, deswegen jetzt hier erstmal Mini-Position mit Mini-Risiko. 20 Punkte kriegt er von mir, so mehr halt nicht. Und entweder kriegen wir jetzt hier was im Rücklauf oder halt auch nicht. Ne? Also mir wird halt hier schon reichen, halt irgendwie so 20, 30 Punkte rückwärts. Das wäre schon an der Stelle völlig okay. Wenn nicht, dann nehme ich halt den nächsten Punkt. So, ich bin halt hier, wie gesagt, auch ohnehin nur mit einer ganz kleinen Position drin, aber es geht ja immer eher darum zu zeigen, wo kann man halt ansetzen, so einen Markt, und wo kann man das Risiko begrenzen und wo halt nicht. Ne? Also hier sieht man ja auch, die Reaktion ist da. Das ist halt die Frage, reicht es weiter? 20 Punkte waren es schon. Ich habe ja gerade gesagt, 20, 30 Punkte mehr will ich eigentlich gar nicht unbedingt, beziehungsweise mehr müssen es jetzt nicht unbedingt werden. Von daher hätte ich jetzt auch schon rausgekonnt. Aber ich gucke mal, ob da jetzt noch eins dran gesetzt wird oder eben halt nicht. Im besten Fall werden da oben, oder im dümmsten Fall, nenne ich es mal lieber so, werden da oben jetzt ein paar Stops gefischt, wir werden einmal rausgekegelt. Und dann geht es nachher doch wieder ein Stück rückwärts. Also am Stück nach oben durch läuft es eigentlich nicht. Man darf halt nicht so viel reden, wie ich das mache, sondern muss halt einfach dann auf den Knopf drücken, wenn die 20 Punkte drin sind. Aber dafür war ich jetzt halt tatsächlich zu langsam. Wie immer, ne? Also, oder beziehungsweise nicht wie immer, aber es ist halt oft so, dass ich in Webinaren irgendwas erkläre, groß und breit, und dann verpasse ich es. Also hier wären die 20 Punkte schon gewesen eben. Ich werde mal gucken, ob wir da unten bis an den Peak nochmal kommen. Und dann halt mal gucken, wie er damit umgeht, ob man da halt vielleicht mal long dran setzen kann sogar schon. Weil es kann natürlich jetzt auch sein, wenn er jetzt wirklich runter will, also weiter runter, dann wäre es eigentlich eher typisch, dass wir halt einmal da oben durch schießen und dann halt solche Shorties wie mich halt hier abholen und dann halt ein Stück weiter sogar runtergehen. Das kann natürlich sein. Also er klebt hier schon ziemlich dran. Also wir haben jetzt auch erst die ersten 5 Minuten sind jetzt vorbei, was wir im Hintergrund hier sehen. Ist ein bisschen heftig von der Farbe. Aber im Hintergrund ist jetzt hier entsprechend die 15-Minuten-Kerze, also im Vordergrund halt die 1 Minute, im Hintergrund 15 Minuten. Wir sehen halt hier auch, wir sind jetzt momentan hier aus der Volumenglocke halt jetzt erstmal nach oben. Das heißt, da ist jetzt logischerweise, weil das jetzt auch das Tageshoch ist, ist natürlich jetzt hier auch das Value Area High. Und Point of Control wäre halt hier unten, also da, wo sich vorhin auch der Markt gesammelt hat. Das heißt, dort sind für heute die meisten Brötchen
sozusagen verkauft worden. So, mit schwarzem Hintergrund schlecht zu sehen, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil der Kontrast ist ja eigentlich viel höher, ne, als jetzt auf hellem Hintergrund. Also jetzt hier zumindest mal, was die Kerzen und so weiter halt angeht. So, jetzt darf er aber nicht mehr hoch, jetzt muss er schon da unten durch. Also es waren jetzt halt auch sogar schon 30 Punkte. Ich habe mittlerweile ja halt den Exit auf 60 sogar gestellt. Und mal gucken, das muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Ich würde jetzt dann halt eher hier an der nächsten Gelegenheit den TI-Trail dann halt reinmachen. Dann gucken, wenn die Minute um ist. Da wäre aber dann halt schon wichtig, dass wir jetzt hier unter dem Block da dann aber halt auch schließen und dann sollte das auch funktionieren. Ein Stück weit. So, macht aber nicht wirklich, ne? Könnt ihr nochmal einen Rücklauf bis da oben hingeben. Deswegen will ich jetzt hier den Trail aktivieren, sobald er hier nochmal an das Hoch überhaupt kommt. Wenn nicht, hier sind besagte 20, 25 Punkte. Wer es also nachmachen wollte, hat auf hier jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Plus. Gut, so, hier geht es jetzt auch nur darum, ne, jetzt erstmal überhaupt irgendwo eine kleine Position halt mitzukriegen, beziehungsweise eine kleine Bewegung, also kleine Position, das ist ja jedem selber überlassen. Nur ich habe irgendwie mit großen Positionen bei Webinaren irgendwie, da überfordere ich mich immer irgendwie selbst mit, ganz ehrlich. Da mache ich es lieber mit kleinen und mache es dann aber halt genauso und kann auch dann nebenbei auch mal vergessen, auf den Knopf zu drücken, ohne dass ich gleich anschließend arm bin. So, jetzt mal gucken, vielleicht kriegen wir hier einen kleinen Schuss nach unten noch. 39, ja, jetzt wird halt die nächste 5-Minuten-Kerze fertig. Das ist halt nicht so klasse. Das heißt, er kann hier schon noch mal eins nachlegen, dann jetzt auch noch mal ein neues Hoch machen. Das wäre halt schon leider drin hier, ne? Also, aber nichtsdestotrotz, das war die 127 hier runter. 30 Punkte, 35 sind es jetzt, wo die Geschichte vorne ist. Ich kann ja mal umstellen hier auch auf Punkte. Dann sieht man es auch besser. 29 Punkte, genau. Na komm, jetzt gib mir hier noch ein kleines Schübchen und dann ist gut. So, ich hänge den jetzt einfach hier hinten dran. Sollte er jetzt runterfallen, fallen wir ein Stück mit. Also hier, das ist der TA-Trail, der halt hier im Hintergrund läuft. Das heißt, hier der Tick-Average-Trail, das heißt, der bildet einen Durchschnitt im Tick-Chart. Deswegen klebt er sich da halt so nett jetzt auch dahinter. Kam jetzt nicht allzu weit runter, aber das ist schon okay, ne? So, und das waren dann jetzt halt, wie viele Punkte waren das? Sehe ich jetzt hier gar nicht. Und so, Punkte, 34 Punkte. So, wer hat es gemacht? Frage ich nochmal wie letztes Mal. Da konnte es ja auch keiner lassen. Dann kamen dann ganz viele, die es gemacht haben. Finde ich natürlich gut, ne? Also, ich meine, es ist keine Empfehlung, aber wir haben ja alle die gleiche Idee. Und von daher ist das ja auch dann legitim. So, also, ne, was jetzt halt eben auch wichtig war, deswegen habe ich doch gerade darauf hingewiesen, beziehungsweise deswegen habe ich den jetzt auch hier reingegeben. Also muss immer so ein bisschen, finde ich, auf den Impuls achten. Also bei News ist halt alles so ein bisschen enger zeitlich. Das heißt, dort alles, was sich halt sonst ja eher irgendwie im Bereich von einer Stunde oder so abspielt, das haben wir bei News dann halt teilweise in der Minute oder in 5 Minuten. Und normalerweise würde ich halt darauf achten, auf den eher auf den Stundenchart, ne, oder auf den Impuls. Mit Impuls meine ich halt einfach, wenn die Stunde um ist oder halt gerade dabei ist, fertig zu sein, dann gibt es sehr oft nochmal halt irgendwie ein bisschen mehr Volumen, ein bisschen deutliche Bewegung. Genau das war halt eben jetzt hier gerade der Fall bei den 5 Minuten, weil wie gesagt, bei den News ist immer alles so ein bisschen gerafft. Also da kann man dann schon irgendwie auf kleinere Zeiteinheiten dann halt reagieren. Und deswegen wollte ich jetzt auch nicht mehr unbedingt in dem Impuls von der nächsten 5-Minuten-Kerze da noch halt mit drin bleiben. So, es haben ja einige mitgenommen, finde ich natürlich sehr schön. Das letzte Mal ging es, wie gesagt, ein bisschen schneller. Da war es, glaube ich, eine Affäre irgendwie von 30 Sekunden. Heute waren es dann halt mal fast 5 Minuten. Aber das ist ja okay, ne? Und ich meine, wenn man dann halt sowas macht, also bin ich halt echt der Meinung, wenn man sich auf sowas spezialisieren würde, ja, und macht immer nur News und wartet dann solche Reaktionen ab und macht das dann irgendwie ein, zweimal im Monat,
dann ist das eigentlich auch eine gute Sache. Man hat da ziemlich wenig Stress. Man muss ja immer nur wissen, wo reagiert der Markt. Man muss ja irgendwie gar nicht großartig recht haben mit dem, was da halt an großen Bewegungen kommt. Hatten wir auch, da hatte ich mich auch aus dem Fenster gelegt und habe gesagt, hier der DAX, der rennt da halt irgendwie da oben auf, weiß der Kuckuck was. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir da waren. Ich glaube, ich kann es mal zeigen. Aber auch mal ein Beispiel dafür, ja, da ist es noch drin, wo ich gesagt habe, da oben laufen wir hin. Und wir haben es tatsächlich ja noch an dem Tag gemacht. Aber wenn man sich da mal anguckt, wie, ne? Also jetzt hier geht es überhaupt gar nicht darum, mich hier selber zu loben. Ganz im Gegenteil, deswegen mal genau zuhören. Ich habe halt gesagt, die 3.0, was war das? Die 2.1.3, genau, das war die Geschichte. Ich habe gesagt, ab da laufen wir dann hoch, eben zu diesem Punkt. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, er ist da halt gestartet, läuft dann bis zu 410, okay. Da könnte man jetzt noch sagen, ja gut, die Linie hast du ja drin gehabt, reicht ja. Ja, ich habe aber gesagt, wir laufen da oben hin. Was macht er über Nacht? Kickt da unten erstmal alles raus. Wir starten morgens irgendwo in dem Bereich hier, setzen noch nicht mal mehr auf der 296, 273 auf und laufen dann nach hoch. So, und das Einzige, da habe ich halt auch gesagt, wenn ich jetzt halt irgendwie schlau wäre, würde ich jetzt sagen, hier, guck mal, ich habe es euch ja gesagt, ich habe es gewusst, aber so funktioniert das nicht, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich zwar gesagt habe, wir laufen da oben hin, wenn ich nicht weiß, wie ich in den Markt reinkomme. Das liest sich zwar immer super. Ja, der Hilger hat es gesagt. Ja, aber mal ehrlich, ne? Das ist mal, wo komme ich da rein? Ich bin nicht reingekommen. Und das Einzige, was da wirklich noch übrig geblieben ist, ist dann halt hier oben die 12.500. Dort haben wir nämlich dann einfach halt, so wie ich es in meiner Legende ja halt auch beschreibe, dort haben wir, jetzt bleibt mal hier, dort haben wir dann halt einen Schlusskurs drüber gehabt. Wo ist er denn jetzt? Sofort, ah nee, da haben wir halt einen sauberen Schlusskurs drüber gehabt, klein mal aufgesetzt und dann sind wir da oben hingelaufen. Gut. Die 100 Punkte, die kann ich mir dann schon noch auf die Fahnen schreiben, aber den ganzen Rest hier eigentlich nicht. Ne? Was ich damit halt immer wieder sagen will, ist, man muss überhaupt nicht recht haben mit irgendwie großen Bewegungen. Es geht eigentlich immer nur darum zu wissen, wo treffen die Kollegen aufeinander, und zwar die Kollegen, von denen der einen am liebsten viel verkaufen will und der andere am liebsten viel kaufen will. Und da haben wir dann halt entsprechend genau solche Reaktionen, wie wir es halt hier auch haben. Also hier setzt er jetzt sogar noch mal eins nach, wie man sieht, hier unnötigerweise, was da jetzt gerade passiert ist, irgendwie kleines neues Hoch da oben an der Stelle. Ein Punkt, tja, unnötig und dann halt jetzt doch runter. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach eine Reaktion an der 127 und an der 26.080. Und wenn man das mal rein markttechnisch betrachtet, das hätte ich natürlich mal das MT-On Live hier an den Start bringen können. Da bin ich aber jetzt zu spät an. Das müsste ich erst noch installieren. Und dann sieht man halt hier einfach, wenn man das jetzt mal auch, weil da kam nämlich gerade die Frage, worauf reagiert der Markt am meisten? Das ist halt, Tilo ist wieder short. Finde ich gut. Ja, macht schon Sinn. Also trotzdem genau im Auge behalten und wie gesagt, keine Empfehlung. Aber macht natürlich schon Sinn, weil das Ding, ja, das wollte ich doch gar nicht. Und ich stelle aber hier auch mal kurz um auf Grau. Da sind die Kontraste ein bisschen besser zu erkennen. So, Moment mal. Die runden Marken machen wir auch mal aus. Also, was man jetzt hier einfach sehen kann, ist, wenn man sich das einfach mal ganz einfach in markttechnisches Zickzack hier mal aufdröselt. Und dann sieht man doch hier auch ganz klar, was da halt los ist. Nämlich, dass der einfach hier nur vor, also hier mitten eigentlich in, zum einen halt vor dieser letzten, vor dieser zweiten Abwärtswelle, da halt eigentlich irgendwo mittendrin halt gestrandet ist. Und zum anderen, was man halt hier auch sieht, das ist ja halt schon, manche können es vielleicht nicht mehr hören, aber es ist halt für meine Begriffe der verlässlichste Trading-Ansatz. Das ist halt hier die Paritätsumkehr. Das heißt, wir haben halt hier oben, wo wir hingelaufen sind, haben wir hier einen Support gehabt. Ja, also hier sieht man erstmal, wenn man an der Stelle anfängt, kann ja mal irgendwie, das sollte nicht. Ich kann ja mal hier einfach, wenn man es da halt mal beginnt, die Geschichte, ja, da haben wir halt hier einen Widerstand, der wurde gekauft, zack, und dann wurde er halt
Also nachdem vorher ein Widerstand wurde gekauft, dann bestätigt. So, das ist eine Paritätsbestätigung eigentlich an der Stelle. So, hier wurde, das war dann seitwärts und hier wurde genau das gleiche Ding, nachdem es halt hier ein Support war, wurde der Support wieder verkauft und seither nicht mehr gesehen. Ne? So, und deswegen, das ist jetzt das erste Mal, wo er überhaupt hier an diesen letzten Support auf diesem Level, der verkauft wurde, der noch nicht bestätigt wurde, hingelaufen ist. Und genau da stehen wir halt jetzt eigentlich. Ne? Und mehr ist es halt nicht. Das heißt, einfach nur ein Level, was da halt jetzt zum ersten Mal wieder angelaufen wurde. Und deswegen ist halt ganz normal, dass wir da eine Reaktion kriegen. Weil klar, ganz simpel ausgedrückt, diejenigen welchen, die halt hier versuchen, auch im Trend, ne, sieht man ja auch deutlich, es ist ja ein Abwärtstrend schon, die dann halt entsprechend den Trend fortsetzen wollen, die wollen natürlich hier oben ihre Positionen halt entsprechend dann halt auch logischerweise nutzen, das halt nochmal so ein Level, um dann halt weiter zu verkaufen. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwie in dem Markt auch kein Druck drauf ist. Also er drückt ja halt schon. Ne? Und es ist ja jetzt nicht so, dass da permanent neue Hochs entstehen. Es entstehen zwar auch keine neuen Tiefs, also noch ein paar lustige Pfeile drin. Es entstehen zwar auch, wenn man es mal ein bisschen gröber macht, dann sieht man ja schon, ne? Wir kommen von da oben. War auch übrigens ein Level, was ich da halt ganz gut rausgefischt habe. Aber also wir kommen halt da runter, machen halt hier irgendwie ganz grob entsprechend halt auch. Ich auch mal noch hier mal kurz zeigen, damit man es einfach mal ganz grob versteht. Und ich bin da halt schon ein Verfechter davon, auch wenn es immer wieder einige gibt, die sagen, Markttechnik funktioniert nicht. Sogar der Orkan sagt das immer. Das ist so ein Punkt, an dem werden wir uns nie einig. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, dem Orkan muss ich nicht erklären, wie es funktioniert. Dann eher umgekehrt. Aber wenn man das halt mal wirklich ganz simpel aufdröselt und dann sieht man halt hier ja nur, ne, dass wir halt eine Abwärtsbewegung haben. Hier fehlt jetzt aber halt ein Tief. Ist halt auch klar. Ne? Das heißt, damit es ein Trend wäre, ja, müsste es natürlich ja eigentlich ein Tief sein. So, aber wir sind halt hier seitwärts, haben hier die letzte Aufwärtsbewegung und logischerweise haben wir da oben halt dann jetzt auch noch ein paar Kandidaten, die das nicht wollen, die halt lieber runter wollen. So, und das heißt auch entsprechend, wenn man sich das einfach jetzt mal so anguckt, jetzt mal für den DAO, dann sind wir, dann ist der Punkt natürlich halt, der liegt ja auf der Hand, also die 26.760, das ist jetzt erstmal ultra weit weg, aber wenn der DAO jetzt mal aufhört mit seinem Geeiere, was er halt hier die letzten Tage wirklich in dieser Range da halt macht, die ja wirklich keiner mehr sehen kann, dann könnte das auch schon ein bisschen schneller und ein bisschen zügiger halt gehen. Würde dann auch dementsprechend was ich halt gestern eigentlich auch schon gesagt habe, aber immer mit Vorsicht zu genießen. Es kann halt genauso gut sein, dass wir einfach nochmal runterpurzeln, dann halt hier unten bleiben und auch immer noch nichts passiert. So, aber ab dem Moment, wo hier halt der Markt sagt oder die Teilnehmer halt sagen, reicht jetzt einfach mit der Range hier, ne? Dann wird das Ding natürlich auch in irgendeine Richtung explodieren. Und momentan sieht die Tendenz so ein bisschen schon nach oben aus, weil wir hier keine neuen Tiefs mehr haben und weil wir hier auch schon wieder aus dem Crash-Gap, ja, das war halt wirklich ein Gap, was halt im Crash entstanden ist, weil wir da jetzt halt auch schon wieder oben rauslaufen und hier auch diese Highs an der Stelle, ich hoffe, man kann es erkennen, Widerstand, 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 wenn wir da endlich halt mal rauslaufen und deswegen wäre es halt schon in Ordnung, wenn das jetzt halt sich auch mal fortsetzt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, weiß keiner, außer der den dicksten Geldbeutel von allen hat, der könnte das beantworten, das will er aber nicht, darf er auch nicht. Ich kann halt immer nur die Spuren lesen, wie jeder andere auch, die der Markt dann an der Stelle von sich gibt. So, man sieht es, ne? Okay, so, das heißt, also auch hier, da auch, der nächste Knick, ich nenne es jetzt einfach mal Knick, wäre die 233, da werden wir auch eine Reaktion kriegen. Hier an der Stelle, das ist für meine Begriffe sogar schon ein bisschen kritischer, auch wenn es jetzt hier die letzten hoch sind. Aber wenn der Markt erstmal dahin gelaufen ist, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass natürlich halt hier, gerade dort, dann natürlich auch die meisten Stops dann halt auch unterwegs sind. Ne? Also das heißt, ich mache das mach's mir nicht als Linie. Sondern könnte halt tatsächlich sein, dass dort dann eben entsprechend sich viele positionieren. Ach, wie sieht das denn aus? Ach, hey, habe ich noch nie gemacht hier in der Instanz, stelle ich gerade fest. Wo kann man das denn dem denn sagen, dass es, ah, okay, da.
So. Machen wir hier mal ein komisches Rosa. Und das könnte einfach auch sein, weil das hier einfach die letzte Bastion ist. Dem kleinen Ding mal abgesehen, aber halt hier doppelt. Da könnte es halt auch genauso gut sein, dass dann halt mal konsequent entsprechend eine Etage höher gekauft wird. Und dann stehen wir halt auch recht schnell da oben bei der 26.760. Wie gesagt, immer trotzdem mit Vorsicht zu genießen, weil was wir jetzt natürlich hier nämlich auch haben, wenn wir das jetzt mal auf, wenn wir da mal bei heute bleiben, weiter traue ich mich sowieso gar nicht irgendwie hier was zu sagen. Das haben wir hier in Violett, das ist halt einfach nur die Oberkante von dem Gap. Und das war ja halt eine ziemliche Gerangelei hier an der Stelle, da kommt er gar nicht mehr raus. Wenn das aber jetzt ernst gemeint ist, dann könnte es natürlich genauso gut sein, dass wir jetzt zur Kassaeröffnung dann eben einmal diesen da machen. Und vielleicht auch noch ein Stück tiefer, vielleicht auch bis hier unten hin wäre möglich und dass wir dann halt ab hier dann halt die ganze Nummer halt in Angriff nehmen. Es kann sein, ne? Also wenn es irgendwie zur Kassaeröffnung runtergehen sollte, glaube ich, sollte man die beiden Geschichten hier im Auge behalten. Und das ist halt einmal hier die, wo ist mein Kreuz? Das ist halt einmal die 25.820 und die 703. Ich weiß gar nicht, warum die hier nicht beschriftet sind. Das sollte man, glaube ich, im Auge behalten. Und hier dazwischen sollte man sich meines Erachtens keine Gedanken über irgendwas machen. Das wird nichts bringen, weil da einfach nichts ist, ne? Da ist halt vorher, sieht man ja, ploppt durch, hier doch mal reingestellt, da ist halt nichts los, ne? Da ist kein Volumen. Und auch hier dieser Anstieg, den wir in dem Bereich haben, der sieht ja eher aus wie mit schlappem Volumen nach oben gekauft. Also deswegen würde ich auf dem Bereich hier dazwischen zu handeln, würde ich, glaube ich, echt lieber verzichten. Wie die Zeichensoftware heißt, Screenbrush heißt das. Ich bin aber hier auf dem Mac, ne? Ich bin ja nicht am Windows-PC. Daher, ich weiß nicht, ob es die für Windows überhaupt gibt, kann sein. So, ne? Und hier sieht man es halt auch, klebt hier einfach dran fest auch, ne? Hier an den letzten Hochs. Ja, keine Ahnung, wie die Stunde jetzt hier ausgehen wird. Vielleicht kriegen wir noch einen Nachklapper und aber irgendwo Luft holen wird der halt schon noch mal. Aber hier viel mehr ging der jetzt, sieht man ja auch gerade gar nicht, ne? An Reaktionen, ein paar Punkte tiefer ging es noch, hält sich aber wirklich dann halt auch in Grenzen. So, vielleicht einen kurzen Blick auf den Daily, um den mal nicht ganz aus dem Auge zu verlieren. Das sieht schon so aus, ne? Als würde er hier jetzt am liebsten einmal da oben die Kerze da oben reinstellen. Sieht so ein bisschen danach aus. So, kann natürlich täuschen, aber ich meine, der Tag ist nicht vorbei. Aber generell, wir haben halt hier schon eine ordentliche Gegenbewegung. Hier bei dem, da ist letzte Hoch, beziehungsweise letzte Tief, so nicht mehr dahin, sondern halt hier deutlich dann halt nochmal beantwortet. Kleben jetzt wieder, laufen wieder darüber. Also ist schon legitim, die in dem Bereich hier halt auch zu versuchen. Und da ist natürlich auch relativ flugs die 27.000 dann halt auch nochmal da. So, jetzt könnte es aber auch sein, deswegen. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Range. Es ist noch nicht wirklich was passiert. Es könnte aber genauso gut sein, dass wir hier einmal das Ding nach unten klappen und dann doch wieder da unten irgendwo stehen. Weiß man nicht. Deswegen heute von mir an der Stelle keine Einschätzung jetzt für die nächsten Wochen, weil es alles viel zu viel, wenn dann Szenarien tatsächlich dann halt auch wären. Ne? Also, weil es hängt natürlich davon ab, ob laufen wir da oben nochmal drüber rein oder auch nicht. Keine Ahnung. Und was man halt hier sieht, was halt schon ein bisschen auffällig ist, das ist diese lange Abwärtskerze. Und da ist er halt noch nicht mal mehr bis jetzt ans Hoch gekommen. Das heißt, wir stecken hier eigentlich immer noch, wenn ich das richtig sehe, mit dem Schlusskurs, ja, immer noch in diesem Außenstab halt fest, der halt auch immer noch gültig ist. Und der endet auch erst bei 26.949, da oben an der Stelle. Und was dort, also ab da ist es eigentlich, dann wird es dann erst interessant, wenn wir da drüber schließen. Und dann hat man eigentlich, dann hat man eine Tendenz, wo es dann höher gehen könnte. Aber solange wir da drin stecken, kann ja jederzeit wieder halt hier auch in den Bereich kippen. Deswegen, wie gesagt, von mir würde ich mich da jetzt dieses Mal nicht so wirklich festlegen, was ich ja sonst schon mal ganz gerne mache. Und da auch keine
Schmerzen mit habe, dann auch mal zu sagen, so war wohl nichts, ist nicht so gut gelaufen, aber man muss sich ja festlegen. Wenn man handeln will, ja halt sowieso. Ne? Gut, so. Dann gucke ich nochmal hier nach dem DAX kurz, was der jetzt treibt. Da auch noch irgendwie gucken, wie das für heute weitergeht. Also die 12.410, die hatte ich ja halt hier noch auf dem Schirm. Jetzt sind wir mal tatsächlich hier. Moment, jetzt habe ich mal hier das falsche Add-on drauf. Kann ich mal schnell mal tauschen. So, und zwar packe ich das mal schnell hier drauf. Machen wir mal den H1. So, das heißt, was ich jetzt hier mache, könnt ihr dann entsprechend auch gleich sehen. Also hier sieht man jetzt, ich habe jetzt die einfach mal verlängert. Und genau an der Stelle sind wir halt jetzt dann auch nochmal dran. Funktioniert das? Ja. Ne, will nicht. Upload Error, okay. Warum auch immer. Irgendwie habe ich hier ein bisschen. Ah, okay. Ja, ich weiß, woran das liegt. Weil ich das halt. Also das hier nur kurz zur Erklärung, warum ich hier gerade so vor mich hin stammele. Das ist halt dieser Publisher. Das heißt, wenn ich halt hier was freigebe und dann könnt ihr das bei euch dann halt sehen, aber ich habe den tatsächlich noch auf einer anderen Instanz auf. Oder ist das hier? Und nicht, dass ich da halt irgendwie. Das kommt sich gerade so ein bisschen in die Quere. Deswegen ist es jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee, das noch ein paar Mal zu versuchen. Ich versuche es mal. Ja, kann sein, dass jetzt einfach nochmal ein Fehler kommt. Oder habt ihr das bei euch jetzt angezeigt? Also, wenn ich das mal angucken will, ich kann das auch hier mal, habe ich ja letztens schon gesagt, ne, so bei den Webinaren habe ich jetzt tatsächlich vergessen, würde ich das halt freigeben. Das heißt, also auch wenn man keine Lizenz dafür hat, ja, da kommt hier so ein bisschen in die Füße. Und mache ich das so, dass man das bei den Webinaren dann entsprechend halt auch sieht. Und wenn man das Add-on installiert, das geht übrigens hier oben über den Installation Manager. Und da geht man einfach auf unser Traders Club Live, installiert das Ding, zieht es in den Chart und hat dann die ganzen Linien, die ich hier auch zeichne, eben in Echtzeit auch bei sich im Chart dann auch drin. Ja. Ist angekommen. Gut. Also, das geht halt eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden. Aber wie gesagt, ich habe hier ein paar zu viel davon auf, deswegen komme ich mir gerade so ein bisschen selber in die Quere. So, was man jetzt halt hier sieht, ne, wir haben halt hier einfach nochmal eine Reaktion an diesem Punkt. Das Verrückte war, ich hätte den nicht, ganz ehrlich, nicht als so einen krassen Widerstand oben eingeschätzt. Ich habe halt hier diese Zone hatte ich halt gezeigt, morgens eben im Blog, aber halt eben auch im Live-Chart, beziehungsweise hier ist ja immer noch drin. Und habe auch gesagt, das ist keine Short-Marke, ist eigentlich ein Teil-Exit für Long. Naja, wäre schon ganz schön gut geworden, ne, mit Short, aber gut. Und da habe ich die ein bisschen unterschätzt. Und wenn man das jetzt natürlich auch mal sieht, also von hier oben sind wirklich halt neue Tiefs dann auch entstanden. Von daher hat die natürlich auch schon Potenzial, das Ganze nochmal zu wiederholen. Wobei es jetzt die Frage, wie wertet man die Geschichte hier? Weil, wenn man sich das mal so anguckt und nicht eben nur als neue Tiefs betrachtet, sondern mal ein bisschen anders, nämlich folgendermaßen. Ich mach's mal ein bisschen dicker ruhig. Quatsch, das geht auch so. Moment. Das geht doch auch anders. Und zwar, dann sieht man nämlich hier, oh, die Farbe ist ja wirklich spektakulär. Egal. So, wir haben halt hier quasi so einen Round Button, ne? Der halt hier Round Button, Bottom, sag mal, ich kann kein Englisch mehr. Der hier entsteht. Ich mache ein bisschen andere Farbe. Es tut ja ein bisschen weh in den Augen. Oh, nochmal grün. So. Also, ne, das meinte ich halt hier und da und da. So, das heißt. Also man kann es jetzt natürlich auch nur hier anfangen, ne? Ist aber halt, weiß ich nicht. Aber sieht man halt schon, dass halt irgendwie wir eigentlich keine neuen Tiefs mehr ausbilden. Die haben sich zwar hier untereinander halt
einmal kurz unterboten, aber ja, das ist schon recht deutlich. Also von daher ist da halt schon auch ein relativ großer Support dann eben auch da. Und das natürlich auch, wenn man halt sowas sieht, das hat für mich auch immer schon so ein bisschen Tendenz, dann entsprechend auch nach oben dann auch wegzulaufen. Deswegen ist da halt eigentlich meine Blickrichtung schon eher auf Long. Aber wie gesagt, ist immer die Frage, wo kommt man rein? Und solange man das nicht weiß, kann man auch die kleinen Geschichten nehmen. Und da haben wir halt eben diese hier. Und wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie, oder ich weiß tatsächlich nicht mehr ganz genau, wie ich die so genau ermitteln konnte. Was mir aber halt eben auffällt, ist, dass wir hier halt auch, ne, natürlich hier so eine Welle nach unten haben, Stoß nach unten und auch nochmal. Ne? Und das war halt einfach hier die vorletzte und hier so ein kleines Cluster. War eine Fibo-Projektion, aber auch aus einer Aufwärtsbewegung. Also macht jetzt gar keinen Sinn, da großartig rum zu faseln. Was man jetzt hier aber halt sieht, ist, wir hatten hier Verkäufer, wir haben hier Verkäufer. So. Und das ist erstmal alles, was man halt jetzt hier sieht. Und damit kann man halt dann auch schon leben. Ne? Die hätte ich jetzt natürlich auch tatsächlich auch nochmal direkt shorten können, aber ich quatsch mich hier natürlich auch die ganze Zeit so ein bisschen fest. Ne? Von daher, das ist halt völlig normal. Also, wo Verkäufer waren, werden halt auch Verkäufer sein. Ob die dann in der Mehrzahl sind, das steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich ist es halt schon so. Ne? Und das sind halt die Sachen, wo man drauf bauen kann. Und wenn man sowas dann halt zum Beispiel shortet, dann ganz klar geht halt einfach der Stop da oben irgendwo hin. Ne? Also richtigerweise, oder sagen wir es mal so, wenn jetzt alle nett wären, ja, am Markt, was ja nicht der Fall ist, und dann würde der Stop ausreichen, wenn er hier einen Punkt drunter ist. So. Und wissen aber alle, wie es läuft. Oft ist dann so, dass genau solche Dinger dann eben halt auch gerne mal geschossen werden und dann geht es anschließend erst runter. Das heißt, nichtsdestotrotz muss man halt immer mit rechnen, dass halt eben hier oben auch die Stops fliegen lernen können. So, und da muss man halt ein bisschen Platz lassen oder man ist halt einfach schnell. Man sagt, na gut, ich bleibe hier und sehe ja, wenn er direkt wieder hinkommt, ja, dann gehe ich halt wieder rein. Kann man auch machen. Ne? Aber, oder man sagt dann, ja gut, ich nehme gar keinen Stop, das wird schon funktionieren. Kann gut gehen. Ist aber meistens keine gute Idee. Gut, okay, also, ne, ich bin aber nach wie vor. Ich meine, was wir jetzt halt hier haben, sind ja halt nun mal diese drei Punkte. Das heißt einmal die 581, die 500 und die 410. Und ich glaube, damit kann man sich jetzt erstmal befassen, wenn jetzt der Markt halt gleich aufmacht. Das heißt, würden wir wirklich einen Rutsch auf die 410 kriegen, wäre das jetzt halt definitiv für mich ein Long-Wert. Ne, weil halt hier, da fehlt mir auch die Bestätigung nach oben. Wir hätten dann zwar hier die Tiefs unterschritten, da würden dann vielleicht einige schon wieder schreien, boah, Stop-Fishing. Eigentlich nicht, ne? Weil das Tief, was wir hier hatten, war eigentlich nicht tief genug. Und das muss jetzt auch nicht heute kommen, ne? Aber halt, das hängt so in der Luft da. Und gerade bei so schnellen Bewegungen ist es eben oft so, dass dann halt der ein oder andere Händler überfahren wird und holt sich dann halt dann später nochmal wieder. Ne? Das sind natürlich alles Mutmaßungen, aber wenn man sich jetzt mal ein paar Jahre anguckt, dann sieht man halt schon immer wieder so ein Verhalten. Und deswegen sollte man das schon so ein bisschen im Auge behalten. Was übrigens halt hier auch nett war, das darf man sich auch mal im Auge behalten. Und das sage ich auch ganz, ganz, ganz oft. Und hier ist es halt wirklich wieder eingetreten. Das mal anguckt hier, die 410. Ja, jetzt nehmen wir die 410 mal als gegeben hin. So, weil ich halt weiß, das ist ein Volumenpunkt, der existiert schon seit Jahren. Und ich thematisiere den auch schon wirklich seit Jahren. Und wenn der Markt sowas macht, und das muss noch nicht mal so eine orangene Linie von dem Hilger sein, das kann auch alles andere sein, an Widerstand oder so, wo man dann denkt, jetzt hat er hier kurz vorher gedreht, was soll das denn? Ich bin nicht reingekommen. Ganz, ganz, ganz oft ist es echt so, dass wenn so ein Markt kurz vor einem relevanten Punkt, wo also wirklich Volumen zu erwarten ist, das kann ja jetzt ein markttechnischer Punkt sein, das kann ein Point of Control sein, was auch immer, wenn der Markt vor so einem Punkt dreht, bevor eigentlich das große Volumen kommt, das heißt also, wenn hier die Käufer einfach nur aufhören zu kaufen und dann halt selber anfangen, das alles aufzulösen, dann braucht es da gar keine großen Verkäufer mehr an der Stelle, beziehungsweise das Volumen ist dann halt, hält sich insgesamt zurück und baut sich dann halt erst eigentlich mit dem Abbau der Positionen halt dann wieder auf. Aber nicht dort, wo eigentlich halt die anderen sitzen, die ein Interesse dran hatten. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. So, und das heißt, wenn das so passiert,
sieht man super oft, dass im nächsten Anlauf da brutalst drüber gelaufen wird, ne? Dass da halt nicht mal mehr irgendwie eine Reaktion dann halt stattfindet. Also immer nach dem Motto, beim ersten Mal kurz davor gebremst, ist, heißt beim nächsten Mal durch wie Butter. Das ist wirklich oft so. Und wie gesagt, das ist jetzt hier nur ein Beispiel bei mir mit der 410, gilt aber generell, behaupte ich mal wirklich, für fast alle Punkte, die sich halt, also die sich ergeben, einfach aus der Betrachtungsweise, wo treffen die halt aufeinander. Und das war halt hier echt wieder so ein Paradebeispiel. Gut, okay, also viel mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen. Ne, hier sieht man es. Ne, Quatsch. Sorry, jetzt hätte ich beinahe hier irgendeinen Unsinn erzählt. Also viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht machen. Den Tageschart kann ich hier nochmal ganz kurz thematisieren. Aber halt, da sieht man nicht wirklich viel, ne? Außer halt, dass ich hier halt auch im Zuge der meines Lieblingsbegriffs Paritätsumkehr, man sieht es hier auch, hier waren die Supports oben im Tageschart, ist verkauft worden, gab keine Bestätigung. Wo läuft der Markt hin? Genau dort und fällt dort runter. Ganz normal, ganz normales Verhalten. Das ist natürlich hier Tageschart, das heißt, da muss man im Zweifelsfall dann auch mal 14 bis 28 Stunden Geduld mitbringen. Aber das Prinzip ist auch hier einfach das Gleiche. Und ob der jetzt halt hier in der Range verharrt oder rauf, runter, keine Ahnung. Also ich würde schon irgendwie, eigentlich würde ich eher tippen, dass wir dann nicht mehr ganz hochlaufen, dann eher nochmal hier unten irgendwo und dann Anlauf nehmen. Also bei der 11228 als Beispiel. Muss aber auch jetzt nicht sein. Ich würde mich da jetzt nicht festlegen, nur wenn wir halt hier tatsächlich da nochmal drunter kommen sollten, unter die 11.818 oder 840, dann wäre hier unten das schon so die nächste plausible Anlaufstelle, zumal halt hier auch jetzt nicht gerade ein kleines Gap halt ist, ne? Das halt runter geht bis 11.950 etwa. Also das wäre dann halt so die Zone, aber da sind wir ja erstmal noch weit davon entfernt. Also erstmal befassen wir uns hier oben mit der Geschichte, er wird nochmal versuchen, dann halt hier oben das Hoch rauszunehmen und ob das dann gelingt oder nicht, erst danach kann man dann halt sagen, okay, das ist jetzt das, was als nächstes an größere Bewegung kommt. Ne? Aber dass wir das hier oben, den Bereich bis zu 890, knapp 13, dass wir den nochmal anlaufen, das ist schon sehr, sehr wahrscheinlich. Nur wir drüber laufen. Die Antwort kennt nur der Wind oder so. Alright. So, ich gucke mal hier gerade noch drüber. Wie bekomme ich den Stereo-Trader auf dem Mac zu laufen? Das hier ist ein Server. Ne? Also das heißt, ich habe halt hier eine Remote-Anbindung. Der läuft nicht hier bei mir, sondern die Kiste steht irgendwo in, ich glaube in Holland oder so. Ich weiß es gar nicht. Und ich habe halt quasi nur das Bild von dem da. Gut. So, kommen keine Fragen mehr. Alle haben Punkte mitgenommen oder viele. Das ist natürlich schön. Und können wir eine Frage ist noch übrig geblieben, Dirk. Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz beantworten. Und zwar, wie du jetzt Teilverkäufe machen würdest, beziehungsweise allgemein mit dem Sale Trader. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Die musst du ein bisschen präziser stellen. Wie man Teilverkäufe mit dem Stereo-Trader machen kann. Ach so, ja, ich meine generell, die Positionen werden ja akkumuliert. Das heißt, sobald ich hier, ich werde jetzt hier aber nicht drauf drücken, sobald ich halt hier jetzt als Beispiel mit einem Kontrakt oder 10 oder wie viel auch immer, dann halt short bin, wenn ich sage, ich will halt irgendwie, will die Position halt verkleinern, mal angenommen, wie gesagt, ich hätte jetzt hier irgendwie einen Kontrakt drin und will halt irgendwie die Hälfte rausnehmen, dann gehe ich einfach auf 0,5 und kaufe. Ja, also das ist halt, das ist wie im regulären Future-Handel läuft das halt ab. Ne? Das ist halt einfach, ich habe immer eine komplette Verrechnung mit allem, was drin ist. Genauso gut könnte ich natürlich sagen, wenn ich short bin, kann ich natürlich auch hier eine Long-Order hinsetzen. Dann bin ich aber hier nicht long, sondern löse einen Teil von meinem Short auf. Ja? Aber da gibt es ja auch das eine oder andere Webinar zu dem Thema zu. Der Stefan,
Keine Ahnung, mein lieber Stefan, was du meinst, aber mein Posteingang ist leer. Da ist tatsächlich nichts drin, was nicht beantwortet wäre. Also, wenn das Konto bei FX Flat ist, dann vielleicht zuerst mal an FX Flat wenden und falls es was Unlösbares ist, komme ich dann halt, oder falls es halt auch bei mir nicht durchgeht, oder ruhig dann FX Flat ein CC dann halt aufsetzen, ne? Und nicht, dass es bei mir irgendwie im Spam landet. Kommt zwar eigentlich selten vor, aber kann ja mal. So, also, kurze Rede, langer Sinn. Angefangen mit dem Striptease. 34 Punkte live mitgenommen. 5 Minuten hat es gedauert, der Rest Theorie. Und ja, kann man doch, glaube ich, trotzdem als ganz gelungen bezeichnen alles. Und auch wenn die erste Bewegung jetzt nicht gestimmt hat, aber es ist ja nicht so schlimm. Ich dachte Gut. schon, du willst jetzt dich nach hinten bewegen, dich einmal umdrehen. Zu der Ach so, anderen nein. Kamera. Nein, nein, nein. Die hängt so ein bisschen tief hier rum. Das ist so ein bisschen. So. Ja, prima. Haben wir es wieder geschafft. Vielen, vielen Dank, Dirk. Genau, Ich also. denke, da waren ja wieder super Informationen dabei, wie du entsprechend ja, an den DAX, an den DAO herangehst. Und möchte mich natürlich bei, ja, fummel du mal darum. Ich verabschiede mich schon mal, dann kannst du gleich nochmal dein Schlusswort entsprechend hier sagen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Heute war mal an einem Donnerstag. Nichtsdestotrotz, ja, waren fast alle da, die immer da sind. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wünsche Ihnen natürlich noch einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Position auf und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal gerne dabei sind. Und lieber Dirk, du hast das Schlusswort. Auch dir natürlich einen schönen Tag. Bis demnächst. Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns diesen Monat ein bisschen seltener, ne, Nelson? Und aber Was nichtsdestotrotz wird nicht das an mir nächste. liegt. Ja, ich muss ja auch mal irgendwie Luft holen. Ja, sehr gut. Bleib mir Ta auch mal gegönnt. tatsächlich, tatsächlich sehen wir dich und hören uns am Dienstag. Live-Trading. Jetzt am Dienstag schon wieder. Ja. Und dann hast du ein Unfassbar. bisschen Pause. Ah, okay, gut. Dann aber, ne, Chef. Habe ich dann das mein Urlaubsantrag auf dem Tisch, ne? So ist es. Okay, ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Bis dahin. Danke auch an dich, Nelson, ne? Bis dann. Ciao.